So, Freunde, ja, Henkerswagen, die zweite. Eigentlich die dritte, ich habe jetzt doch einmal rausgeschnitten, weil ich hier gleich am Anfang gescheitert bin. Die Nekromanten sind nämlich doch wieder da. Okay, auf geht's. So, jetzt suchen wir uns hier erstmal eine Nische. Oh, jetzt steht mir dieser Typ hier im Weg. So, gut, erst Nekromanten hätten wir. Jetzt muss aber bis Nummer 2 kommen hier. Steh mir doch hier nicht im Weg rum, Mensch. Wo ist er? Oh, Scheiße. Ja. So, sehr gut. Hätten wir dich auch. Fantastisch. Perfekt. Also, ich muss dazu sagen, man kann diesem Ding hier übrigens ausweichen, ne? Das geht. Ich hab's eben halt, das Timing war beschissen, aber es geht. Durchaus. So, das Tor ist zu. Und jetzt haben wir bloß noch den Gaul. Ich meine, bloß noch ist ein falscher Ausdruck, der kann schon ganz schön reinpfeffern. Jetzt komme ich hier nicht weg. Jawohl. Man hat hier leider auch nicht so viel Platz, ne? Das reicht ganz schön weit hier, das ist echt gar nicht überhaupt nur im Schirm. So. So, aber das schaffen wir. Ich hänge jetzt hier völlig fest. Oh, das gibt's doch einfach gar nicht. Fast. So, Boss erledigt. Beim dritten Anlauf. Oh Mann, oh Mann. Scheißegal, wir haben es geschafft. Nur das zählt. Puh, okay. Hier müsst ihr aufpassen, ne? Auch wenn da was leuchtet, irgendwo ist hier ein Loch, da geht's nicht weiter. Das ist hier sogar bei dem Leuchten, glaube ich. Jawohl.
eine Seele des tapferen Kriegers. Sehr schön. Hier ist gerade jemand gestorben. Jetzt können wir hier nochmal die Gegend abgucken. Also wichtig ist natürlich, wie ich finde, wenn man diesen Bosskampf hier angeht, müssen die Nekromanten weg. Das ist erstmal erstes Ziel. Solange die noch stehen, hat man echt nur Probleme mit diesen Gerippen, die hier rumlaufen. War jetzt hier noch was? Nee, von da sind wir gekommen. Alles klar, wieder in die Richtung. Und zum nächsten Leuchtfeuer. Und da treffen wir auch jemanden, bei dem kann man ein Eid ablegen. Ne? Also das ist, glaube ich, der Bluteid oder so. Was steht hier? Hier? Was soll hier sein? Hier ist gar nicht. Ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem Ei, den wir jetzt hier abgelegt haben. Und zwar ist es ja jetzt so, wenn wir den Ring anlegen, den wir bekommen haben, können wir anderen Leuten helfen. Werden da automatisch gerufen, wenn die irgendwie, ich glaube, invasiert werden oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und bei dem anderen ist es genau umgedreht. Da können wir verhindern, dass die sich Hilfe holen. Ja? So, fantastisch. Den Eid kann man bei diesem hier Typen hier abschließen. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Wenn man das übrigens gemacht hat, kann man hier bei den Statuen gegen jemanden kämpfen, der in diesem Eid schon ist. War hier noch irgendwas? Oh, ich glaube schon. Kann man richtig rumgehen hier? Ah ja. Du brauchst eine rote Augapfel. Vielen Dank. Kann ich mal schauen, ob hier vielleicht ein versteckte. Was? Hier, kurz gesagt, Schatz voraus. Naja, Schatz, wie auch immer. Okay, ich kann den Typen ja hier trotzdem mal ansprechen. Ich werde diesen Eid nicht ablegen. Wir müssen aber trotzdem erstmal hier Ja drücken. Wir wollen diesen Eid ja entdecken. Ach, wisst ihr was, wir werden den ablegen, den Eid. Und dann, ich werde das aber wieder egalisieren, und zwar in der blauen Kathedrale. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Na, da fällt man ja nicht gar nicht machen müssen. Ich habe das ja auf meinem anderen Spielstand schon entdeckt. Egal. Now you are a servant of Na'alma.
This crest of blood is yours. There, another servant of blood is born. You will serve well, I just know you will. Well, how are we? Whatever you need, I've got it for you. So, ja, da können wir mal schauen, was das gibt's denn bei dem. Die Sense war natürlich in Dark Souls eigentlich eine ziemlich coole Waffe. Ne? Priesterglocke brauchen wir nicht, aber die Sense brauche ich jetzt nicht. Mit diesem Ring kann man schneller invasiert werden. Was haben wir hier noch? Hexerei, Urne, Silbern Talisman. Rotspätschern, hier kann man sich halt noch ein bisschen Pyromantie kaufen, okay. Gut, das ist für uns jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Wir haben jetzt den ersten Boss in diesem Gebiet geschafft. Das ist schon mal sehr schön. Im nächsten Video machen wir gleich den nächsten. Der ist eigentlich nicht so schwer. Ich werde mich jetzt noch auf nochmal Jula machen, noch ein bisschen skillen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video gleich wieder. Und gehen hier den nächsten Boss an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.